alle Paranoiker bitte abschalten und die Payback-Karte verstecken oder sowas, wo ja Informationen rausgehen. Es geht jetzt um etwas, wovor viele Leute, na, eigentlich nicht mehr viele. Laut Statistik haben ja von diesen, die heißen ja dummerweise Sprachassistenten. Ich meine, ich weiß, was ein Assistent ist, der hilft mir. Ein Gehassistent oder ein sonst etwas. Aber der hilft mir ja nicht beim Sprechen, das kann ich ja auch ohne dem. Viel besser als dieses Teil. Das ist ja, für mich ist es einfach eine Quasselbüchse. Mehr nicht. Was ist denn das jetzt eigentlich? Von Amazon gibt es eine ganze Palette von Geräten. Und da ist ein neues dazugekommen, das ist hier dieser Echo Flex. Echo Flex, vielleicht weil er flexibel eingesetzt werden kann, hat ein Netzteil eingebaut in einem Gehäuse, wird in die Steckdose gesteckt. Hochsteckfrisuren sehen zwar toll aus, aber das Ganze mit Haarklammern Manchmal festzustecken, hören die kann Dinge ganz schön einfach knifflig irgendwo sein. zu und Die labern Klammern dummes können Zeug. nämlich leicht Deswegen verrutschen oder Quasselbüchse. rausfallen. So bleiben Sie in Bist du jetzt Zukunft fertig? an Ort und Stelle. Sprühe die Klammern mit Das etwas muss man sich Haarspray mal. ein und lasse sie Echo trocknen. aus. Irgendwas hat er wieder gehört. So. Da gehen wir aber am Ende auch nochmal darauf ein, wie man das verhindern kann, was man da machen sollte, wirklich sollte. Hier ist eine Buchse, da kann man einen Lautsprecher per Kabel anschließen. Natürlich kann man hier auch einen externen Lautsprecher anschließen per Bluetooth. Und hier unten ist ein USB-Anschluss. Und das ist das, was mich eigentlich besonders interessiert hat. Da gibt es nämlich Drittanbieter, die mittlerweile Zusatzgeräte basteln. Hier zum Beispiel einen Peer-Bewegungsmelder, der also auf Wärme Bildänderungen reagiert über seine Linse. Der wird hier unten drauf gesteckt. So, der ganze Krempel ziemlich automatisch erkannt. In die Steckdose. Gut, natürlich muss dieses Teil jetzt auch noch mit meinem eigenen WLAN-Kennung versorgt werden, damit er in meinen WLAN hinein kann. Aber das war es im Grunde genommen auch schon. So, und dann dauert es einen kleinen Moment. Er hat keinen Ring, sondern er hat da oben so ein blaues Licht an dieser Stelle. Und dieses blaue Licht, das sagt mir im Grunde genommen das Gleiche, was dieser Lichtring auf dem Dot oder auf irgendwelchen anderen Teilen macht. Die Aufkleber sind natürlich von mir, die werden nicht mitgeliefert. Ich muss den Krempel ja irgendwie auseinanderhalten. So, und wenn er dann irgendwann mal fertig ist, dann rumzuzappeln, rumzuzucken, ist er auch einsatzbereit. Was macht man jetzt damit? Also dieser Bewegungsmelder, der erkennt Bewegungen im Raum und die kann ich in kleine Abläufe hineinbringen, dass er dann irgendetwas tut. Ich habe zum Beispiel ihm gesagt, pass auf, wenn du eine Bewegung erkennst, dann sprich etwas. Und dann kann man sagen, soll er selbst mit seinem Quäker etwas sprechen? Ist natürlich kein vernünftiger Klang daraus. Ich kann es Ihnen ja eigentlich mal zeigen. Amazon, spiele SWR 4 Koblenz. SWR 4 Koblenz auf Tunen. So, mal sehen, wenn das jetzt macht. Also, man hört irgendwie, wenn jemand in der Konservenbüchse sitzt und spricht, dann ist es, jetzt mal, ich sag was. Amazon, stopp. Dann hört sich das wahrscheinlich besser an. Das kleine Ding ist also kein Musikgenuss. Aber dafür ist es wahrscheinlich auch gar nicht gedacht, denn man kann ja andere Lautsprecher anschließen, wie ich gesagt habe, oder per Bluetooth ranhängen oder sonst was, oder was anderes nehmen. Das ist ja dieses Flex. So. Was kann man jetzt damit machen? Wir haben einen Bewegungsmelder dran. Und der Bewegungsmelder, der erkennt natürlich jetzt laufend, dass ich mich bewege, weil ich ja aktiv bin. Also machen wir jetzt erstmal aus. Und ich zeige Ihnen mal auf dem Bildschirm, was man da machen kann. Wir haben also hier unsere normale Geräteauswahl. Ich habe die im Wohnbereich zusammengefasst. Da ist einmal Dot V3, das ist der kleine schwarze Eumel, der hier bei mir auf dem Tisch liegt. Dann Nachtlicht Flex, das ist dieser, den Sie jetzt im Moment hier noch sehen können. Und dann PIR Flex, das ist der, dem ich jetzt die Augen zugehalten habe. So, und weiter unten haben wir jetzt Lampen, Nachtlicht, ist klar, ein Licht ist ja eine Lampe und Bewegungssensor. Und der sagt mir jetzt, wenn ich da drauf gehe, keine Bewegung erfasst. Ich kann aber auch
Routinen erstellen. Wenn ich jetzt hier sage, Routine, ich habe da eine gemacht. Das heißt, wenn das Nachtlicht geschaltet werden soll, oder das heißt, wenn eine Aktion erkannt wird vom Bewegungsmelder, soll das Nachtlicht geschaltet werden, und zwar Farbe Gold und Helligkeit 100%. Und außerdem soll er sagen, hallo, geht's dir gut? Und zwar auf den Dot V3, das ist die schwarze Ärmel. Ich kann also aussuchen, wo er was sagen soll. Jetzt nehme ich ihm mal die Binde von den Augen und dann sollte er eine Bewegung erkennen und diese Aktion ausführen. Also Nachtlicht ist schon an, das hat also schon mal funktioniert. Hallo, geht's dir gut? Und diese Geschichte auch. Hier kann ich natürlich jeden Text eingeben, was auch immer ich will. Ich kann es auf jedes Gerät von Amazon, jede Quasselbüchse von Amazon draufschicken. Und ich kann natürlich auch andere Sachen machen. Gut, also der Bewegungsmelder funktioniert, den man hier dran steckt, zu den Preisen. Also bei diesen Amazon-Verkaufsaktionen, die sie da hatten mit ihren Cyber Friday oder was weiß der Kram halt, hat der Flex 20 Euro gekostet. Und hier unten diese Zusatzzeichen, einmal Bewegungsmelder und einmal Nachtlicht, jeweils 15 Euro. Also im erträglichen Bereich. Gut, natürlich kann ich mit dem Bewegungsmelder alle möglichen anderen Sachen auslösen, was auch immer ich will. Nachtlicht. Das kann ich natürlich von überall steuern, wo eine solche Quasselbüchse ist. Nicht nur direkt hier von dem, den habe ich Echo genannt. Aber ich mache es mal direkt bei dem. Echo, schalte Nachtlicht aus. Also, das geht. Amazon, Nachtlicht ein. Tut mir leid, ich kann kein Gerät mit dem Namen Amazon Nachtlicht finden. Das war jetzt diese erweiterte Kommunikation. Der hat noch die Ohren aufgehabt, hat auf einen weiteren Befehl gewartet und deswegen sagte, was weiß ich was, Amazon, schalte Nachtlicht ein. Okay, so, man kann es auch in der Kurzform machen. Nachtlicht rot. Ah, der war schon wieder aus. Amazon, Nachtlicht rot. Nachtlicht blau. Amazon, Nachtlicht blau. Amazon, Nachtlicht 50%. War's das? Ja, jetzt. Muss darüber nachdenken. Nachtlicht grün. Amazon, Nachtlicht grün. So, dieses Nachtlicht arbeitet erstmal vollkommen autark. Das heißt, es schaltet sich, wenn es dunkel wird, über den eingebauten Helligkeitssensor von allein ein und schaltet sich dann, wenn es hell wird, wieder aus. Man kann es, wenn man es manuell schaltet, wird diese Automatik für 12 Stunden deaktiviert. Wenn ich es eben nicht haben will. Oder ich kann es, wie gesagt, von irgendeinem anderen Gerät über eine solche Routine, die Sie hier sehen, ist ja eigentlich ein Klacks, schalten und schalten lassen. So, jetzt müssen wir noch ein bisschen was darüber sprechen. Also zwei Sachen sind mir aufgefallen, wenn ich hier mit diesen Quasselbüchsen rede. Teilweise ist es mir zu langsam. Wenn ich also sage, Alexa, wie spät ist es? Es ist 11.14 Uhr. Kann man sagen, also ist ein bisschen gemütlich. Alexa, spreche schneller. Okay, ab jetzt spreche ich mit dieser Sprechgeschwindigkeit. Alexa, wie spät ist es? Es ist 11.15 Uhr. Ist vielleicht angenehmer. Und dann gibt es noch zwei, die werden dann albern. Alexa, spreche noch schneller. Okay, ab jetzt spreche ich mit dieser Sprechgeschwindigkeit. Da fängt er schon an zu haspeln. Alexa, wie spät ist es? Es ist 11.15 Uhr. Alexa, sprech schneller. Okay, ab jetzt spreche ich mit dieser Sprechgeschwindigkeit. Alexa, wie wird das Wetter? In Maxheim beträgt die Temperatur aktuell 1 Grad Celsius bei Regenschauern. Im Verlauf des Tages ist das Wetter voraussichtlich unverändert. Alexa, sprich langsamer. Das geht okay, nämlich auch. Ab jetzt spreche ich mit dieser Sprechgeschwindigkeit. Alexa,
sprich mit normaler Geschwindigkeit. Okay, ab jetzt spreche ich mit meiner normalen Sprechgeschwindigkeit. Hört sich schon merkwürdig an. Alexa, sprich langsamer. Okay, ab jetzt spreche ich mit dieser Sprechgeschwindigkeit. Alexa, sprich langsamer. Okay, ab jetzt spreche ich mit dieser Sprechgeschwindigkeit. Gut, also es wird dann vielleicht ein bisschen albern, aber so eine Stufe schneller ist für einige Sachen ganz wichtig, wenn man kurze Informationen haben will oder für viel Rechenaufgaben oder so Sachen, was ich nicht mehr im Kopf rechnen kann, weil so viele Nachkommastellen sind, lasse ich von den Zahlen machen. Aber gehen wir mal wieder zurück. Alexa, sprich mit normaler Geschwindigkeit. Okay, ab jetzt spreche ich mit meiner normalen Sprechgeschwindigkeit. So, eine Geschichte, die, naja, sagen wir mal, vielleicht ein bisschen witzig ist, obwohl man kann sie im Schlafzimmer gebrauchen, wenn man so ein Ding da hat oder wenn man irgendjemanden nicht stören will. Folgendes. Alexa, schalte Flüstermodus ein. Okay, geflüsterte Antworten sind angeschaltet. Alexa, wie spät ist es? Es ist 11.17 Uhr. Alexa, wie wird das Wetter heute? In Max. Da hängt wieder unser. Die Temperatur momentan 1 Grad Celsius bei Regenschauern. Alexa. Heute ist das Wetter vor. Aus. So, das Ding antwortet aber auch normal, wenn ich normal spreche. Alexa, wie spät ist es? Es ist 11.18 Uhr. Dann wird auch normal geantwortet. Und ich kann diesen Flüstermodus auch ausschalten, obwohl er ja gar nicht stört, wenn ich normal rede. Alexa, schalte Flüstermodus aus. Okay, ich habe geflüsterte Antworten ausgeschaltet. Gut, so viel zu Spielereien, wenn jemand Spaß daran hat. Worum es mir noch geht, man sollte, wenn man unsicher ist, was Amazon mit diesen Antworten macht, die ich gebe. Und jeder Hersteller von Quasselbüchsen wertet ja Dinge aus, die nicht verstanden worden sind. Das macht ja auch Sinn, um dann die Gesprächserkennung zu verbessern, um Spracherkennung weiterzuentwickeln. Wenn man das aber nicht will, einmal kann man das im Menü ausschalten, aber es gibt auch die Möglichkeit, in die Einstellungen zu gehen. Hier jetzt in der Applikation. So, und hier habe ich dann irgendwo die, wo war es denn? Ah, Datenschutz, da in der Mitte. Datenschutz. So, hier kann ich jetzt meine Antworten ausblenden, löschen. Ob sie gelöscht werden, wissen wir nicht, aber wenn Amazon das anbietet und nicht macht, dann wäre es zumindest mal ein Grund, weltweiten Aufschrei zu erzeugen. Hier kommt also jetzt Datenschutz und so weiter. Sprachaufnahmenverlauf überprüfen kann man hier. Und jetzt braucht es so. Jetzt habe ich also die Möglichkeiten, hier oben einmal löschen, per Sprachbefehl aktivieren. Das sollte eingeschaltet sein. Wenn das eingeschaltet ist, dann kann ich sagen, Alexa, lösche alles, was ich heute gesagt habe. So. Wenn er denn dann bereit ist, wird er das auch machen. Und weiter unten sehen Sie, man kann den Datumsbereich angeben. Und kann hier auch zum Beispiel auswählen, Gesamt. Du möchtest alles löschen, was du heute zu mir gesagt hast, richtig? Ja. Okay, ich habe alles gelöscht. So, dann habe ich hier ausgewählt, gesamte Liste. Und hier kann man dann alles löschen, was jemals gesagt, gespeichert, erkannt worden ist. Was quasi über den großen Teich geschickt worden ist, dort von den Rechenzentren ausgewertet wurde, in eine Aktion umgesetzt wurde und in eine Antwort und das zurückgeschickt wurde. All diese Sachen sollen jetzt gelöscht werden. Also, man sollte das eigentlich regelmäßig machen, jede Woche. Man braucht da keine Angst zu haben. Es wird dann irgendwas erzählt, dass man das Spracherlebnis nicht so gut ist und was weiß ich was, dies oder das oder jenes. Es reicht aber immer noch aus. Ich habe
keine Verschlechterung festgestellt, wenn ich jede Woche sage, es soll alles vergessen, was ich die Woche für einen Quatsch erzählt habe. Auch die Beschimpfung, wenn es da mal wieder zu doof war, irgendetwas zu machen. Das wollte ich Ihnen zeigen. Jetzt mein Bewegungsmelder, der hat sich nicht gemeldet, weil ich eben laufend hier rumgehampelt habe. Würde ich jetzt eine Minute ganz ruhig sitzen, dann würde er anschließend wieder in Aktion treten, würde wieder diesen DOT-V3 sagen, pass auf, sag mal, wie geht's dir heute oder was für eine Beschimpfung auch immer.